Instrument ist. Es hat ja eine überschauliche Anzahl von Tönen. Und den Centerton. Das ist hier nicht viel anders. Diese Töne geben einem natürlich nicht so wahnsinnig viel Raum, weil es werden, wenn man versucht, komplexe Stücke zu spielen, immer Töne fehlen. Das Schöne an der Handpan ist, dass jeder Mensch in jedem Alter, vielleicht Kinder nicht so, weil die Dinger doch relativ teuer sind, um die 2000 Euro kostet so ein Instrument eigentlich fast immer. Inzwischen gibt es auch ein paar, die etwas weniger kosten. Und sie sind natürlich ein bisschen empfindlich. Wenn ich jetzt hier draufschlage, ist es wie beim Auto, dann gibt es einen Blechschaden und dann ist das Feld verstimmt. Dann stimmt der Ton nicht mehr und fehlt mir ein ganzer Ton. Aber für erwachsene Menschen, vor allen Dingen nachher, die jetzt so aus dem Berufsleben rauskommen, in die Rente kommen und nie eine Zeit hatten und Geduld, jetzt ein Instrument zu lernen, ist es eine Möglichkeit, sofort Musik zu machen, weil ich kann nichts falsch machen. Ich mach das mal. Jeder kann da drauf rumspielen und es hört sich nie falsch an. Die Nachbarn werden nie verärgert, wie beim Katzengejammer oder beim Klavierspiel. Und jeder hat auch irgendeinen Rhythmus oder irgendeine Melodie in sich, die dann herauskommen. Das Schöne an dieser Musik ist, dass es etwas mit den Leuten macht. Also erstmal macht es mit mir, bringt mich ins Spielen, ich komme wieder ran, ich komme wieder so in den Fluss der Töne und dann merke ich die Resonanz bei den Zuhörern. Und dieses Instrument ist etwas, was Frieden verbreitet, was die Leute entspannt.